und warte jetzt drauf, dass doch die Aufnahme irgendwann gescheit losgeht. Ach, guck mal du. Es ist immer geil, wann der Wannbildschirm, der dir sagt, dass das Spiel flackernde Lichter hat, selber so extrem flackert, dass einer, der Epilepsie hat, gar nicht so weit kommen wird, das zu lesen. Ist so egal. Ach, guck mal du. Mein Mikrofon wird erkannt. Ja, ich mach's schon runter. Ich halte schon die Klappe. So. Also. Noch weiter runter. Ich hatte es, glaube ich, auf 5 oder so. Hatte ich es irgendwie. So. Das Problem ist. Moment, wir probieren gleich mal was anderes. Das funktioniert. Guck mal du. Wann ich die Hardware. Dingens nin mach. Das Hardware-Dingens Mute-Taste an meinem Kopfhörermikrofon. Dann klappt das. Okay. Also, ich rede also ganz normal. Machen wir noch ein bisschen runter, ne? So. Ja. Na? Ich weiß nicht. Oh ja, guck mal, kann ich mich räuspern. Wir lassen es mal so, ne? So. Jetzt geht mein Controller nicht, weil er aus ist. Ah, nicht schlecht. Mach hin. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob der jetzt so funktioniert, wie ich ihn gestellt habe. Oh, leck mich doch am Arsch, hey. Ich tue das halt noch 10 Mal statt, ist mir scheißegal, so. 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 Es ist nicht schon wieder viel zu hoch hingestellt. Sorry, sorry, sorry. Moment. Ah, endlich. Moment, ich muss jetzt auf 5 stellen. Hallo. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie Ich rede viel zu laut oder Huch! Ja, funktioniert. So, dann probieren wir das mal. Ob das jetzt mit dem Controller auch so geht, ich habe keine Ahnung. Ah, ich muss auf Play gehen, ne? Und nicht auf Quit. Ja, ihr Leid. Ich höre mich gerade scheiße an, weil ich Kopfhörer, Mikrofon drin habe und das aber auch noch nicht wirklich ingestellt ist, sondern einfach nur dragestöpselt. Macht aber nichts. Moment, ich probiere mal was. Ich tue mal auf Mute stelle. Das funktioniert. Oh, ich muss ein bisschen leiser reden. Das funktioniert. So, dann gucken wir mal. Es gibt hier verschiedene Richtungen. 4 Stück an der Zahl. Ich will da hinne hingehen. Vorbei an dem, an der, die da an der Baum gemessert wo ist. Vorbei an den schönen Flugzeugsitze da. Ja, die waren doch aber noch irgendwo woanders da. Naja, da hinne. Moment. Naja, ich kann mich bücke. Ich kann aufstehen. Ich kann theoretisch rennen. Das ist jetzt Rennen, was ich da mache. Das ist ein bisschen doof. Egal. Ich war zu laut und somit haben wir gleich das Spiel erklärt. Fresshalte. Es geht natürlich nicht. Ich kann natürlich nicht einfach die Fresshalte. Deswegen machen wir das Ganze nochmal von vorne. Nur ein bisschen leiser. Leiser. Ich stehe nur eh auf meine Stimme. Hallo. Wo ist denn jetzt die, wo am Baum hängt? Ah, du. Hey, die lebt noch. Hey, Mädchen, du lebst schon noch? Mit deinem schönen Käppchen. Sorry, ich kriege das Messer nicht raus. Nee, sorry. Ja, jetzt. Du musst ein bisschen weiter abhängen. Ich will doch jetzt mal zu dem Kackflugzeug. Da hinne ist ein Kackflugzeug. Ja. Bitte vielleicht so laut sind. Oh, ich darf nicht mal laut gähnen. Und die Zeit läuft auch nur weiter, wenn man uns bewege. Also mit den Füßen bewege. Wenn man stehen bleibe, so wie jetzt, und umgucke. Bringt es gar nichts. Wir müssen laufen. Und wir dürfen nicht so laut sein. Also, wir dürfen schon laut sein, aber dann ist das Spiel rum. Weil man nicht schreien darf.
Und deshalb müssen wir jetzt das so spielen. Leider Gottes. Ja, ihr Leid, was gibt's da noch zu sagen? Ne? Wir rennen jetzt mal da hin. Der Oberbamble Leid am Fluchtzeug, die habe ich auch erst vorhin gesehen. Und wir können jetzt erstmal Cola holen. Auf den Schreck. Das Geile ist, du stellst das Fluchtzeug ab und der Oberbamble Leid, wie haben sie dann das hingekriegt? Man weiß es nicht. Cola Cola. Aber wer kennt sie nicht, die gute Cola Cola? Ja. Dann gehen wir mal da hoch. Ach so, ja, da, rein theoretisch solle da 10.000 Milliardone Jumpscares kommen. Und ich hab's jetzt einmal komplett durchgespielt, so 20 Minuten, ohne laute Geräusche und Erschrecke und so. War nicht weiter schwer. Das Problem war eher, dass ich mich dauernd räuspere und huschte du und dann ist es vorbei. Ja. Ach jo. Ja. So, und ich merke schon, dass es auch jetzt für mich Zeit wird zu räuspern. Dann werde ich das mal tun. So, siehst du, hat doch gut geklappt. Ja, ihr seht dann das große Dingenssymbol. Was macht da so blöde Geräusche? Huh, ich häng fest. Ihr seht dann das blöde Dingenssymbol da. Oh, es wird schon wieder dunkel, ne? Also so weit bin ich noch nie gekommen. Oh, ich muss leiser reden. Wie ich das erste Mal gespielt habe, bin ich natürlich, hoppala, Richtung Cemetery gelaufen. Natürlich bin ich Richtung Cemetery. Yeah, let's go. Oh. Oh, guck mal, da so Beeps. So, was gibt's dann da? Kann ich da was machen? Nee. Ah ja, doch, doch, kann ich was machen. Guck. Okay, es geht nicht. Ah, scheiße. Habe ich mal die Tasche da anstabiliert? Ah. Was? Hä? Yeah, die Party ab. Kann ich da vorgehen? Ah, ich knie mich übrigens gerade hin. Ne? Knack. Okay, aus die Maus. Yes. Okay. Ich muss zugeben, ich bin zusammengezuckt. Und zwar extrem. Die Schweine, die blöde. Das war das erste Mal in dem Spiel, wo ich wirklich mal zusammengezuckt bin. Die ganze Zeit sind da halt auf die, also wenn man mal Richtung Friedhof geht, komme ich an so komisches Heisel. Und ey, auf die billigste Art, also wirklich, ja, ich schuck hier voll ungesund irgendwie. Irgendwie unentspannt. Auf die billigste Art schmeißen sie dir da Sache entgegen, wo noch nicht immer Horror sind. Das Problem bei dem Spiel ist halt, kann ich nicht sterben. Und wenn du dann irgendwie vorne so verzerrt die Silent Hill Horrorgestalt siehst, aber du kannst einfach hingehen. Kannst dir an die Klöte greifen oder sowas. Keine Ahnung, was man halt so macht, ne? Dann nennt es dem Ganze irgendwie der Horror. Wenn du keine Angst haben musst vor deinen Viechern. Natürlich bin ich dann immer hingerannt. Oh, da vorne ist das wieder Automat oder was? Ja. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ihr Leid. Die Auflösung ist 720 P. Deswegen sieht das so kacke aus. Eigentlich sieht es verdammt gut aus. Aber halt, die Auflösung geht nicht her. Und. Uch, ja, alter Schwede. Junge. Ja, es ist Unreal 5. Was ist denn das so? Okay, das ist immer interessant. Hinne bleibt was. Ist das ein Fernseher? Ach ne, das ist selber Anhänger. Oh geil, das ist ein Fernseher. Oh, guck mal, das sagt sogar, dass ich schon lieber soll. Ja, dann gehen wir natürlich, ne? Kino. Huch, ich glaube, das ist eine Wildsau hinter mir. Hey, du Wildsau. Ich geb da gleich mir ins Ohr zu grunzen. Ich muss mit meinem Räusper vorsichtig sein. Das Schlimme an dem Spiel ist aber auch wirklich, es ist halt viel, ja, so billig Dinger.
Raben fliegen hoch, habe ich auch jetzt schon gesehen, das derweil, ne? Komische Geräusche, sowas. Ich als abgebrühtes Dorfkind. Also, ne? Mir doch scheißegal. Okay, bei einer Wildsau würde ich auch gucken, dass ich abkomme. So, wo ist denn, ist das der Minimart? Ey, das kann doch gar nicht Sinn. Der war doch in Richtung Fluchtzeug, hat's doch geheißen. Minimart. Ich war erst wohl in so einem Haus. Also, wie gesagt, ich bin Richtung Friedhof eigentlich gelaufen. Habe aber keinen Friedhof gefunden oder bin nicht weit genug gegangen. Das Problem ist halt, dass es da nirgends Wege oder sowas gibt. Aber ins Helle sehe ich keine Wege. Und dann hat es halt nur. Okay. Ja, super. Welche? Das sind die Wege. Das ist schon ein bisschen über Trip hier, aber egal. Gehen wir klein hin oder laufen wir erst drumherum? Übrigens, die Taschenlampe ausmache ist ziemlich doof, weil dann kriege ich gar kein Horror mehr mit. Da ist Inkaufskopf. Oh mein Gott. Da ist kein Euro drin. Horror. Unerblockierte Behindertenparkplatz. Ach du Scheiße. Also noch schlimmer kann das Spiel nicht werden. ja. Oh, da hinten war doch gerade Licht im Fenster. Oh ja, tatsächlich, guck mal. Cool. Ei, warte, ich komm hin. Man kann ja, glaube ich, Tiere aufmachen, sofern sie auf sind. Moment, wie war das wieder? Ah ja. Au. Beine war ich zu laut. Ja. Das sind sogar richtige Türe. Ich zeige euch das mal. Versteht ihr, was ich meine? Die gehen über eine Richtung auf. Quasi, wieso richtig die Tür? Boah, das ist eine saudumme Idee. Hä, das Licht war doch da immer. Super, jetzt sind wir in so einem blöden Kackräumchen hier. Oh, guck mal da. Silent Hill lässt grüßen. Lass mich rode. Da kommt der nächste Bullard was und da kommt der Katz rausgerannt. Oh, geil. Brot gibt's. Oh ja, Fleisch gibt's auch. Hallo. Bon Tage. Okay, jetzt gehen wir in die Gemüseabteilung. Scheiße, ich muss ein Schreusperer. Moment. Das war's schon. Finde ich eigentlich recht gut. Hey, was soll denn das da? Komme ich schon irgendwo hinaus? Nö. Finde ich eigentlich recht gut, dass so dann so ein riesiges Ding ingeblendet wird. Wie gesagt, das ist die. Jetzt bin ich wieder draus. Das ist hardware-seitig die Tasche, die an meinem Headset dran ist. Sprich, das Spiel erkennt schon, dass so Schall darum gelegt, wo er ist. Ich habe mein normales Mikrofon, was ich habe, so. Ist wieder Kohleautomat. Kann ich da eigentlich irgendwas machen an dem Getränkeautomat? Also, ja, ich bin ja ein Meister, der halb angefangene Sets. Jetzt habe ich, im Moment habe ich drei offene Sets. Pass auf, Ender tue ich jetzt beende. Nee. Wenn du so grünes Viereck in der Mitte erscheint, das heißt, dass du irgendwas interagieren kannst, dann solltest du. Also rein theoretisch die R-Taste drücken, es ist aber wohl die rechte Maustaste. Das Ding hat noch kein wirklicher Controller-Support. Habe ich mal halt so ein bisschen hingefriemelt. Und habe das dann halt einfach auf die rechte Trigger gelegt, fertig. Ja. Oh, das war ein Monster. Das war nicht ich. Das war irgend so ein Monster. Drecksau-Monster war das. kann ich das da nicht aufmachen? Kann ich mich doch bicken? Ja. Ja, geil. Ja, bicke. Ja. So, das war der erste A-Gefangene-Satz. Zweiter A-Gefangene-Satz. Was soll denn das? Okay, der war schön. Der war schön. Ach komm, jetzt bin ich da drum rumgelaufen. Das war doch das Fenster, wo ich vorhin gesehen habe. Komisch. Okay, das war. Kann das sein, dass die vielleicht, je öfters dass das Spiel, dass sie bessere Jumpscares machen? Wie gesagt, ich habe das Emo gespielt. Bin laut Schild. Das ist doch nicht meine Taschenlampe da vorne, oder? Okay. Habe ich überhaupt noch eine Taschenlampe? Ich bin laut Schild Richtung Cemetery gegangen. Da war dann ein Haus, da bin ich drin gegangen. Und. Ey, das waren wirklich die billigsten Jumpscares von meinem Leben. Da hast du dann irgendwann so ein schlechtes, bräunliches 3D-Model von einer, ich sag mal, Ballerina gesehen. Ohne Kopf. Die halt einfach irgendwie so 20 Meter hinten im Wald gestanden hat.
und sich gedreht hat und dann in die Luft gedrullert ist. Hui! Und ich denke mal so, also da war noch nicht immer irgendwie so Geräusch, so hui, buh, sondern einfach nur das Gesehen. Und dann so, ja, das gruselt jetzt maximal welche die Grafik. Aber das war's danach. So, scheiße, ich will doch eigentlich ein Haus, ne? Weil das ist voll das Kack-Ding, du. Also soll man eigentlich in der. Ja, ich gehe jetzt nicht in Dänemark. Ich schlafe jetzt zuerst mal außen rum. Ich finde halt krass, guck mal, das sieht aus, als würde da hinten noch einer rumlaufen mit der Taschenlampe. Aber ich muss so weiterlaufen. Was ist das für Automat? Ist das der. Sag mal, wie viel laufe ich dann eigentlich um das Heißel da drumherum? Guck mal, da ist ein Bio drin. Sollen wir mal hingucken? Was meinst du, was drin ist? Nix. So gut wie nein. Übrigens, das ist das Weiteste, was ich nur ohne gucken kann. Und das ist das Weiteste, was ich nur oben gucken kann. Also so viel ist doch nicht mit umgucken. So, ich will eigentlich rausgehen. Ich weiß auch nicht mehr, wo man rauskommt. Eieiei. Ei, ei. Achso, soll ich mal rennen? Ich renne gerade, ne? Also Rennen ist wirklich im Winter. Im Winter? Was laber ich da für eine Scheiße? Im Wald hört man es besser, die Schritte. Die Schritte werden schneller. Das hört man, aber du merkst doch von der Laufgeschwindigkeit irgendwie kein Unterschied. Dass du jetzt rennst oder nicht rennst. Keine Ahnung. So, irgendwie da neben bin ich doch rausgekommen. Ah ja, guck, da sind die Schranke. Ja, ich hab voll de Plan im Sack hier. Geh mal wieder ein Haus, geh mal woanders stehen. Das Ding ist halt einfach, ich will durch den Wald laufen. Weil der Wald ist schön, guck, da biegen sich dann so die Äste und die Bäumchen. Ist doch voll schön. Ja, das ist nicht voll hübsch. Ich finde es voll gut. Da hinten war ein Reh. Da war letztens wirklich mal. Oh, ist das schon wieder aus. Rehbock. Huch, was war denn das? Das war kein Rehbock. Da war wirklich nur Rehbock rumgerannt, also so mit Henner und sowas. Und der ist dann davon hingekommen und ist an mir vorbeigerannt. War voll hübsch. Fand ich gut, ne? Ach, übrigens, das ist doch jetzt mein Lieblingsbaum, ne? Ja, da müssen wir jetzt mal stehen bleiben und gucken. Das ist einfach nur so eine Stotze, ne? Mit einem Ranas, mit dem Zippel oben dran. Der taucht sehr oft auf. Das da hinten ist doch wieder der Pfeil, oder? Der Leuchtepfeil. Ja, da waren wir dann. Okay, dann gehen wir jetzt noch rechts. Was auch noch das Geile an dem Spiel ist, ich kann retten wie ein Wasserfall, ich weiß. Also wir halten wir uns links, dass links der Quickie-Mart ist, der Minimart, meine ich. So, gehen wir einfach weiter. Was auch noch geil an dem Spiel ist, das ist Unreal Engine 5. Das sieht halt wirklich verdammt gut aus, eigentlich. Das Ding ist halt, dass es halt so geringe Auflösung ist. Und eigentlich läuft's auch nicht wirklich gut. Aber da das ganze Jahr so Found Footage gedöns. Guck mal, da vorne steht einer. Sieh ihn ja nicht da stehen. Da steht er. Der sieht aus als Mr. Kacke. Oh, da hinten steht noch einer. Machst du irgendwas, wenn ich zu dir gehe, oder stehst du einfach nur da? Hallo? Hörst du mich? Ich glaube, die kackt wirklich. Muss ich ein Bächelchen machen? Und der da hinten guckt. Hey, du bist der Spanner von der da hinten. Die steht da, muss ein Bächelchen machen und du guckst doch nur blöde. Naja, dann. Guck du mal blöde. Ja, das ist geil, weißt du? Ich weiß halt nicht, ob das. Huch, da ist noch eine Figur. Was machst denn du da? Du willst Stere da in der Arsch treten. Kannst du ruhig machen. Die eine macht ein Bächel, die andere guckt gerade dabei zu und die dritte will an der Arsch treten. Würde ich mal überlegen. Zumindest, ich würde deren zweiten der Arsch treten, nicht deren erst, wo gerade strullt. Nur so. Nur so eine Idee. Räuspern, Moment. Alles klar. Wo waren wir dann? Ah ja, dadurch, dass das so Found-Footage-Gedönse ist, ist es eigentlich scheißegal, wann es mal ruckelt. Oder wann ich so wie jetzt mit 40 Frames hier rumschleiche, weil meine Grafikkarte nicht mehr packt, weil ich eigentlich unter den Mindestvoraussetzungen bin, damit es flüssig läuft. Aber das ist gerade scheißegal. Das ist Found Footage, ihr Leid. So, wir haben übrigens gleich. Es ist übrigens, glaube ich, nicht so, dass das jede Minute oder sowas definitive Jumpscare kommt. Wie ich mir das so gedenkt habe. Aber es kann halt schon sein. Oh, da hinten ist wieder was. Guck. Oh, armes Mädchen. Dusche heile. Oh. Ja, das war der Highlander. Das hat schnell geendet, das Heile.
Welche gerade noch gesagt, es tut nicht jede volle Minute irgendwie was, guck mal, und um Punkt 10 Minute, also 8 Minuten rum, falle jetzt die Bäume um oder was? Punkt 8 Minuten rum taucht da eine auf und heilt. Ja, was soll ich da jetzt Angst davor haben? Da huckt eine und heilt, da hat man doch keine Angst, da geht man doch hin und tröstet, Letra, der Bibis auf die Schulter oder sowas. Also so tröste ich halt die Freundin. Und dann ist sie immer so belustigt, wenn ich ihr den Bibis auf die Schulter lege, und dann sagt sie immer, ach, guck mal, ich glaube, ich hab eine kleine Ameise auf der Schulter. Ey. Aber weil habe ich sie noch getröstet, jetzt steht sie am Baum und blättert mich. Aha, das ist vielleicht ein Schnall. Ja, ich bin ein bisschen gezuckt. Ich glaube, das Spiel sollte anstatt Don't Scream, Don't Move heißen. Und, also, im Sinne von, du musst halt mit Kamera spielen, mit Facecam, und immer wenn du zusammenzuckst, dann ist das Spiel rum. Das wäre sehr oft bei mir. Was? Ach, guck mal, Männer gibt's auch dahin. Also dahin im Wald. So, was leid denn du? Zeig. Zeig. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich, meine Grafikkarte tut noch nicht immer die Mindestvoraussetzung erfüllen von dem, was verlangt wurde. Es guck, da vorne ist die. Das ist die Ballerina, wo ich euch erzählt habe. Die tut jetzt einfach in die Luft gehen. Und dann ist sie weg. Es ist überhaupt kein Horror. Mo gar nicht. Es gibt auch Spinne in dem Spiel, also Annie, die halt öfters auftaucht. So ganz groß ist das. Oh. Jetzt war ich vor lauter Spinne. Welche habe ich so lange laut gelabert? Schade. Eine Blende wieder. Aller gut, dann würde ich das einfach mal so lassen. Wir haben jetzt gute. Was für sich was? Minute aufgenommen. Upp, hat das Monster geheert dabei. Der Schlag, da war wieder die das Wildsau-Monster war wieder da. Ja, dann nehme ich das jetzt mal als Footage. Jesus, ne, ich kotze euch gleich ins Mikrofon. Ich sehe jetzt besser auf, hey. Das Wildsau-Monster wird immer größer, sage ich euch. Das kriegen wir irgendwie noch hin, dass wir, schnipp, schnipp, dass wir das besser hinkriegen. Ich habe vor, moje, ein gescheites Mikrofon da hinzustellen in die Mitte und das Ganze mit der Freundin zusammen zu zocken mit Sound. Das wird irre witzig. Müssen wir nur noch gucken, wie wir das hinkriegen, dass zwei Kopfhörer dran gehen. Geh mal hin. Dann kann ich mir noch ein bisschen verzählen. Hab ich noch genug zu labern. Hopp, tschüss. Nee, fotzen muss ich gerade nicht.